Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer kleinen Mausi. Die hier gerade noch so chillt, während Amaya sich gerade schlafen legen will. Oh Gott, war alles noch okay. Why are you awake? Oh, sie hat Goren freigeschaltet. Sollten wir jetzt nicht eigentlich warten, bis sie sich nochmal einscheißt? Eigentlich schon, ne? Weil... Also sonst müssen wir zweimal die Windel wechseln. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie süß Celeste ist, ne? Und verhältnismäßig kommt Amaya ja auch echt ganz gut klar mit dem Ganzen. Also ja, sie hat keinen Spaß in den Backen, aber geht schlimmer. Kannst du dir das bitte einkacken? Dinge, die man niemals sich wünschen würde. Ah, Windel benutzen. Perfekt. So, dann können wir nämlich deine Windel wechseln. Ja, ja, erster Windelplatz sei es okay. Und nö, da muss sie gebadet werden, ne? Och. Oh, wir haben noch keine Badewanne. Kein wusste Badewanne leisten. Schon okay. Ich habe um 3 Uhr nachts auch nichts Besseres zu tun. Im letzten Part ist leider unsere Bertha gestorben. Ich meine, jetzt haben wir weniger, worum wir uns kümmern müssen, aber trotzdem schade. Und wenn sie sauber ist, kommt sie einfach hier wieder rein. Weil dann muss Amaya echt schlafen. Sie ist fasziniert von Amaya. I love it. So, du kleine Maus. Mami muss jetzt Haya machen, okay? Ja, hör auf zu heulen. Alle schlafen. Toll. Hier, du kannst dir ja ein paar Mal den Bär angucken. Hey, sie kann die Hand noch etwas ausstrecken. Sie wird sich auf jeden Fall krass weiterentwickeln, weil sie hat ja sehr lange die Säuglingsphase, nämlich noch 19 Tage. Ich bin sehr gespannt. Morgen ist Liebestag. Wenn uns jemand einlädt, okay, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt unbedingt jemanden fragen würde. Also vielleicht Jeremy, aber der hat letztes Mal auch abgelehnt, also. Weiß ich jetzt nicht. Bro, ich kann noch nicht mal spenden. Ich habe nicht genug Geld dafür. Also sie ist jetzt schon wieder ready to hire. Okay, sie geht schon selber in die Hire. Dann ist ja alles Tutti. Dann hat Amaya mal einen Moment Zeit für sich. Ist vielleicht auch ganz gut. Es ist 12 Uhr und sie ist jetzt erst ausgeschlafen. Aber dann kann sie sich wenigstens so richtig um ihr Kind kümmern. Von Elaine nicht gemocht werden. Das ist gemein. Ich will, dass ihr euch irgendwann wieder vertragt. Okay, sie fühlt sich gerade gut. Dann soll sie bitte sich um ihren Garten kümmern. Because we really need the money. No, why is she awake? Er muss jetzt noch einen Moment warten, girl. Immerhin macht ihr das Gärtnern Spaß. Ja, ich fütter sie doch gleich. Ich speichere trotzdem mal. Weil wenn sie mir doch weggenommen wird, dann, also ich fände es jetzt nicht so witzig. Luna ruft an. Nein, wir gehen nicht zu den Zähigkeitsspielen. Okay, ich glaube, sie muss erst zum Kind, bevor sie hier weitermacht. Sie hat das gerade abgelehnt. Is! Sie muss arbeiten, oh mein Gott. Hat sie sich auch noch eingekackt? Sie will nicht essen. Warum? Kann das alles nicht mehr? Ja, sie geht jetzt arbeiten. Wir engagieren natürlich einen Sitter. Was zum... Also diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Es ist mir jetzt egal. Kann der mir bitte was zu essen geben? Danke. Oder nimmt sie das nicht an? Oh mein Gott, ich dachte schon. Okay, ich kann ihm nicht sagen, dass er meine Windel wechseln soll. Sie gurt ihn an. Immerhin süß. Ah ja, sie ist gefühlsstark. I forgot. Sie gucken sich einfach nur an. Sophia, hi girl. Can you help me? Er legt sie jetzt einfach da rein. Also ich meine, sie muss auch schlafen, aber sie hat sich eingekackt. Oh, danke. Okay, kann sie jetzt Haya machen? Okay, Sophia geht. Schade. Er steht jetzt einfach nur rum. Ich lieb's einfach. My girl is back und sie wurde befördert. Oh mein Gott. Sie verdient jetzt 7 Simoleons mehr pro Stunde, was auf jeden Fall gut ist. Und 188 als Bonus. That's fine. Kann sie jetzt noch zu Ende jäten? Und der kann gehen. Süß. Sie ist voll stolz darauf, dass sie befördert wurde. Darf sie auch sein. Okay, sie kann das leider nicht fertig machen, weil sie nicht genug Kochfähigkeit hat. Okay, jetzt fühlt sie sich zu kacke. Adrenalinmangel. Fräulein ist schon wieder awake. Ach, sie kann lachen. Mausi. Okay, sie ist wach. Es ist Liebestag. Aber wie gesagt, wir planen erstmal nichts. Ich meine, wir können Jeremy einladen. So, die kleine Maus hat Hunger und braucht eine neue Windel. Sie lehnt diese Flasche immer ab, ne? Aber auch das Stillen lehnt sie die ganze Zeit ab. Sie nimmt sie jetzt an, zum Glück. Und dann können wir ja als Hilfe vielleicht mal Jeremy einladen. Weil das ist hier fast unmöglich alleine. Okay, er kommt. Hi. Okay, er geht auch direkt zu seiner Tochter. Oh, sie kann schon mit Spielsachen spielen, die kleine Maus. Kann ich ihn nicht fragen, ob wir zusammen irgendwie... Nee, ne? Weil Bauchzeit müssen wir irgendwie auch mal verbringen. Wir können ja mal Babyfotos mit ihm teilen. Findet er kacke. Schade. Er ist romantisch. Sie hat's abgelehnt? Was passiert hier? Können wir bitte Bauchzeit mit unserem Kind verbringen? Und ich würde, wie gesagt, auch gern mich um meinen Garten kümmern, aber es geht leider nicht. Aber wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind, ne? Wollte ich ja mal gucken, ob ich ihr was Besseres gebe an Frisur und so. Weil an sich natürlich, sie ist eine wunderschöne Lady.
aber offene Haare sind mit einem Kind nicht immer optimal. Wie wäre es denn mit sowas? Okay, ich finde den Haaransatz irgendwie nicht so passend. Aber an sich so einen hohen Zopf mit so ein paar Wellen drin würde ja voll zu ihr passen, dass sie die einfach nur zusammenbindet quasi. Das finde ich zum Beispiel auch süß. Aber es ist mir noch zu viel hier. Also es ist halt unpraktisch mit einem kleinen Kind. Die sind voll hübsch. Ja, doch, das sehe ich. Aber sie darf natürlich offene Haare tragen, wenn sie schläft, ne? Das mit dem Hut funktioniert hier auf jeden Fall nicht mehr. Und das leider auch nicht. Die Haare funktionieren leider nicht. Aber es ist okay. Aber die Frisur können wir auch noch lassen, würde ich sagen. Ist ja trotzdem süß. Und ich habe ja gesagt, dass wir ihr noch irgendwie ein neues Alltagsoutfit geben. Also zumindest mal irgendwie ein neues Oberteil oder so. Von wegen, dass es irgendwie Secondhand ist oder so. Einfach, um auch mal was Neues zu sehen. Ich finde das hier zum Beispiel richtig cool irgendwie. Es passt vom Stil irgendwie richtig gut zu ihr. Ist halt trotzdem, man merkt so, dass es quasi gebraucht ist. Aber irgendwie ist es trotzdem Amaya. Das finde ich halt wichtig. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass sie dieses wunderschöne Outfit hat. Ja, wenn sie das mal irgendwann nutzen kann, ne? Ich habe halt jetzt gerade gucken wollen, ob man ihr dann halt hier auch eine andere Hose gibt. Aber nicht, dass sie unbedingt immer neue dann direkt kaufen muss, weil ich finde es unrealistisch, dass sie sich dann viel kaufen würde, weil so viel Geld hat sie eben gerade noch nicht. Und sie hat ja auch gerade ja erst Kleidung fürs Kind gekauft. Also das Oberteil hat sie jetzt dann ja für sich gekauft quasi oder in irgendeiner Form besorgt. Weiß man jetzt ja nicht. Deswegen finde ich es unrealistisch, wenn sie sich jetzt noch eine Hose holen würde oder Schuhe oder so. Deswegen wollte ich jetzt gucken, was sie noch für Hosen hat. Ja, diese blaue, aber das finde ich halt irgendwie unpassend. Ja, eine Unterhose. Kann man natürlich machen, aber ist jetzt ein bisschen wild. Jetzt sie halt diesen Rock. Aber irgendwie sehe ich den jetzt nicht so ganz mit dem anderen Oberteil. Sie hat halt diese Hose noch. Die könnte man vielleicht noch ausgraben, ne? Welcher Swatch ist das denn? Der gelbe. Also sieht an sich süß aus. Kann man auf jeden Fall machen. So normale Turnschuhe hat sie nicht, ne? Diese blauen. Vielleicht sind die ein bisschen passender als die Stiefel, oder? Diese sind das, ne? Und dann halt die Socken noch, weil sonst macht es irgendwie nicht so viel Sinn. So, dann haben wir halt mal was Neues, aber sie hat sich quasi letztendlich ja nur ein Oberteil besorgt. Beziehungsweise das ist ja ein T-Shirt und diese Bluse. Obwohl ich mir diese Bluse auch gut vorstellen kann, dass sie die vielleicht von Luna oder so bekommen hat. Und das T-Shirt hat sie sich halt besorgt, damit sie was Neues draus machen kann. Amaya ist ja so eine. Süß. Finde ich toll. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt. So, dann kann sie auf jeden Fall mal ein bisschen Bauchzeit mit ihrem Kind verbringen. Weil dann kann es sich ja auch, wenn es dann lernt, selber Bauchzeit zu verbringen, kann es eben sich auch selber beschäftigen. Das ist ja für uns auch vorteilhaft. Ich hoffe, dass sie irgendwann nicht mehr ständig so schlecht gelaunt ist und so wegen jeder Kleinigkeit. Sophia, Girl, hi! Was ist mit ihm denn? Geht er jetzt joggen? Ja, alles klar. Sie kann ihren Kopf hochheben. Juhu! I'm so proud of you. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Also, warum? Weißt du, ich lade ihn ein, damit wir hier ein bisschen Family Time haben. Why are you crying? Ah, okay, sie geht in eine Haie. Na gut. Hi, Sophia. Könnt ihr die Liebestag-Aufregung teilen? Meinen sich? Sie ist ja schon ein eher romantischer Rassim, ne? Also, es fehlt ihr ja auch irgendwie, aber es ist halt gerade schwierig. Sie hat sich schon wieder verknallt in Sophia. Obwohl sie gerade erst über sie hinweggekommen ist. Kann das alles nicht mehr. Die verknallt sich wirklich in alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Okay, aber Jeremy möchte auf jeden Fall auch mit uns reden. Was grundsätzlich erstmal positiv ist, dass er halt eben auch den Kontakt sucht. Auch wenn es vermutlich eher aus Celeste Gründen ist. Aber wenn die zumindest halbwegs miteinander auskommen, ist es ja schön. Aber die haben auch immer ein bisschen Stress miteinander, ne? Also die haben immer zwischendurch auch wieder Minus. Es ist hier nicht konstant. Das ist jetzt seine Mission. Warum? Kann das doch nie mehr. Abschätzige Blicke. Och, Mausi. Aber kann sie jetzt ihren Garten machen? Let's go. Alles verkaufen. Wir brauchen das Geld. Jeremy muss los. Es ist so schwierig mit denen, ne? Ey, das gibt so hammer viel Geld, ne? Aber hauptsächlich auch durch die Paradiesvogelpflanzen. But it's fine. Sie hat lange dafür gekämpft und sie kann es auch nicht immer abernten. Also, es ist in Ordnung. Aber schau, Sophia unterstützt sie halt anscheinend irgendwie immer mit allem, ne? Vielleicht reden die auch darüber, wie so dieser Umgang mit Jeremy gerade so ist. Also, ich meine, ihr fällt das ja sicher auch auf, ne? Wenn die miteinander kommunizieren. Was, wenn wir uns die Postkarte aufhängen? Das ist richtig rausgeschmissenes Geld. Hey, ich bin immer blind, ne? Ich finde das immer nicht. Ich vergesse aber auch immer, wie es heißt. Postkartenpinnwand. Die kostet nur 90 oder so? Ah, es geht ja noch. Die kann man dann ja hier hinhängen. Süß. Ne, 70. 70. Okay, dann ist es ja noch in Ordnung. Aber es soll ja auch mal ein bisschen hübsch sein hier, ne? Also ein bisschen Deko schadet ja nicht.
Wir haben jetzt wirklich nicht viel Deko. Ich habe gesehen, dass man Briefe schreiben kann und ich finde das richtig süß. Wollen wir einen Brief schreiben an Jeremy? Vielleicht mal erklären, was wir so denken? Ich finde es irgendwie süß. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich auch. Aber erst, wenn Sophia weg ist wahrscheinlich, oder? Achso. Okay, sie ist jetzt auch weg. Ach, süß, wie sie sich jetzt hier hinsetzt. Süß! Weil ich meine, irgendwie empfindet sie ja trotzdem was für ihn so, ne? Oh nein, das funktioniert nicht. Schade. Gefälschten Trennungsbrief schicken. Oh, warum kommt er denn jetzt? Wir können ja einfach mal sagen, ey, du siehst heute echt gut aus. Die haben sich gerade einen Kuss gegeben. Das gefällt ihm wieder, ne? So schwer, ich weiß es nicht, was ich von denen halten soll. Oh, es hat doch funktioniert. Der ist dann im Inventar. Dann können wir ihm das ja einfach mal überreichen, so. Und es gefällt ihm. Aber er ist kein Fan von Zuwendung. Also sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Aber vielleicht mag sie flirten und so, aber so Zuwendung ist also vielleicht nicht ihre Love Language, ja? Oh mein Gott! Not do this anymore. Beweis, dass er halt doch auch noch auf uns steht, ne? Also, sie hasst es aber. Oh mein Gott. Liebe dich dafür, dass du jede Sekunde meines Lebens mit Freude erfüllst. Also, er scheint ja schon auch eindeutiges Interesse zu haben. Okay, also, es ist so kompliziert alles. Die kleine Maus ist wach. Wir sollten sie füttern. Sie möchte ihn massieren? Okay. Ich finde schön, dass sie einfach auf die Terrasse geht damit. Wie war das mit dem Geheimhalten? Oh, sie muss gleich schon wieder arbeiten. I cannot do this. Es ist alles so wild hier manchmal, ne? Also wirklich. Aber jetzt, also so grundsätzlich haben sie ja schon eine gute Zeit. Also kann das echt nicht einschätzen mit euch, ne? Naja, sie muss jetzt eh erstmal arbeiten. Hä, ich finde, das sieht richtig cool aus mit dem Zopf. I like it. Okay, jetzt kommt jetzt wieder derselbe Typ. Dann bleiben wir jetzt halt bei dem, weil das mit der Mod scheint ja irgendwie nicht so ganz zu funktionieren. Was ist jetzt seine Mission? Achso, er wechselt die Windel. Okay. Willst du uns jetzt den ganzen Abend lang festhalten, oder? Nie will jemand mit uns Bauchzeit verbringen, ehrlich. Okay, Jeremy geht jetzt auch. Okay, sie schläft gleich wieder ein. Super. Aber er kocht wenigstens was. Danke. Ich meine, kostenloses Essen nehmen wir immer. Sie hat 160 mit nach Hause gebracht und einen Urlaubstag verdient. I'm so proud of you. So, tschüss. Kannst nach Hause gehen. Und sie kann einfach Haya machen. Lebensstil in Gefahr? Ja, ich würde so gerne. Was sollen wir denn irgendwie machen, was wild ist? Adrenalin fördernd. Also, an sich okay, aber mit einem Kind? Liebestag war grauenhaft. Sie möchte auf jeden Fall mit Jeremy reden. Das logge ich auf jeden Fall ein. So, dann setzt Celeste hier einfach ab. Die hat ja gerade eh geheiert und dann kann sie halt ein bisschen spielen und dann... Hast du Haya? Sie kann brabbeln! Wow! Sie kann sich auf jeden Fall lange mit sich selbst beschäftigen. Sie fühlt sich heute gut. Das freut mich irgendwie richtig. Ich glaube, wir können uns jetzt dieses Dings leisten, oder? Diese Videomaschine? Wait a minute. Wir können sogar die bessere uns leisten. Ich glaube, ich stelle das mal so hin. Ja, mehr Einnahmequellen. Stimmt, Ringlampen für uns so. Das ist ja so süß. Da nehmen wir doch mal einen fröhlichen Vlog auf. Wenn die kleine Maus eh schläft, haben wir mal kurz einen Moment Zeit dafür. Juhu! Ich find's super. Jetzt muss man natürlich überlegen, okay, was macht sie wohl für Videos, ne? Also ich glaube, grundsätzlich ist sie halt so ein Vlogging-Girl, die so Lifestyle-Videos macht, würde ich sagen. Dass sie so darüber redet, so was so in ihrem Leben abgeht, mehr oder weniger. Ich glaube, sie würde halt das Kind natürlich rauslassen, weil es soll ja immer noch so ein bisschen Top-Secret sein hier. In ihrem ersten Video könnte sie ja so sagen, von wegen, dass sie halt mit ihren jungen Jahren ja jetzt schon selbstständig auf den Beinen lebt und so, ne? Das Baby schreit im Hintergrund. Hoffentlich hört man das in der Aufnahme nicht. Ja, danach kümmern wir uns um dich. Kein Problem. Okay, okay. 16 und selbstständig. Schreiben wir in die Beschreibung. Hashtag HustleCulture. Hashtag do it yourself. Love it. Das Video hat eine schlechte Qualität. Was machen wir eigentlich mit der Rose? Sollen wir die auch einpflanzen, die er uns geschenkt hat? Eigentlich süß, ne? Girl, ich möchte jetzt nicht zu dir. Sophia ist auch schon wieder da. Die kommt auch jeden Tag vorbei und guckt, wie es hier läuft, ne? Zehen im Mund. Woo! Komm, wir verbringen ein bisschen Bauchzeit miteinander. Bisschen Zeit miteinander verbringen ist vielleicht gut. Sie kann sich auf den Rücken rollen. Juhu! Wer ist Katrina Leons? Lassen Sie mich in Ruhe. What up? Sie so, keine regnerischen Tage. Und Sophia so, ja, sehe ich auch so. Ach, wie sie sich drücken, ne? I love it immer. Hier, die beiden können doch sich vorstellen. Achso, sie schläft ja. Naja, ist ja auch egal. Oh,
Nein, der Akku ist leer. Warum fühlt sie sich jetzt angegriffen? Hey, ich hab dir mein Kind gezeigt. Ich mach das mal Kuckuck. Ich will nicht auf den Arm von Sophia. Ist da jemand? Du bist auf dem Arm von jemandem. Schön, dass sie mein Kind einfach auf den Boden legt. Auf die kalten Fliesen. Ich weiß, da ist ein Teppich, aber trotzdem. Kann Sophia jetzt mal rausgehen? Ich möchte pissen. Ich kann das alles nicht mehr. Sie geht einfach nicht raus. Okay, Arbeit angesagt. Hallo, durchwühlt die einfach meinen Müll. Was denn mit ihr? Ich kann das alles nicht mehr. Warum sind die alle so gemein? Eine Frage des Preises. Ein Kunde bittet Amaya um zusätzliche Informationen zu zwei verschiedenen Dampfreinigern. Amaya kennt beide Marken. Hans Dampf und Dampf und Kessel. Und sie sind beinahe identisch. Bis auf den Preis. Hilft sie dem Kunden Geld zu sparen oder dreht sie ihm die teure Marke an? Wir sagen ja, lass mal die günstige Marke nehmen, weil der Kunde würde dann ja vielleicht nochmal wiederkommen, also. Als Verkäuferin ist man schließlich dazu da, die Kunden gut zu beraten. Amaya empfiehlt die günstige Marke und betont, dass sie keinerlei Unterschiede in der Funktion gebe. Sie zitiert sogar den Werbeslogan des Produkts, der Sauger, der dir nicht das Geld aus der Tasche saugt. Lol. Der Kunde ist so beeindruckt, dass er sie bei ihrem Boss lobt. Gut gemacht! Juhu! Nein, ich remove das jetzt. Ich finde das bescheuert. Ich gehe auf gar keinen Abschlussball, Mann. Oh Gott, sie hat sich komplett eingeschissen. Hauptsache, sie hat Spaß. Es ist Sommer, wie cool! Aber dann blühen unsere Pflanzen alle nicht mehr, oder? Okay, die Paradiesvogelpflanze schon, aber die Rosen glaube ich nicht. Ja, und die Pilze auch nicht. Während die beiden jetzt hier eine ganz gute Zeit miteinander haben, würde ich sagen, beende ich dann jetzt hier auch mal den Part. Ich weiß, wir waren irgendwie den ganzen Tag nur auf diesem Grundstück, aber das muss eben auch mal sein. Es wird natürlich vorteilhaft, wenn Celeste irgendwann zum Kleinkind wird, dann kann sie auf jeden Fall sich ein bisschen mehr um sich selber kümmern. Aber wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir auch das Grundstück verlassen können, während Celeste natürlich trotzdem dann in Sicherheit ist. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!